Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit von Tobel. Wir wollen heute über Flüssigerdgas sprechen. Das gewinnt immer mehr an Bedeutung, auch an der Börse. Mein Gast heute ist David Hartmann von Tobel. Herr Hartmann, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Sie haben uns ja einiges zu erzählen und meine erste Frage lautet, wie wird denn die Energieversorgung in Europa, insbesondere in Deutschland, aktuell gewährleistet? Ja gut, es ist ja auch zurzeit so ein bisschen Gegenstand der politischen Diskussion, dass wir eigentlich vor allem in Deutschland viel zu abhängig von Importen sind. Über 50% unserer Energieversorgung wird eben durch Importe gewährleistet. Zumal sind wir auch in Europa relativ stark abhängig von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl. Wie kann denn diese Abhängigkeit reduziert werden? Ja, eine Alternative oder ein Hoffnungsträger ist hierbei das sogenannte Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas. Hier können wir uns mal anschauen. Im Endeffekt ist das schon das normale Erdgas, auch das wir kennen und so über Pipelines importieren. Der Unterschied ist allerdings, dass Sie hier eben für den Transport bei dieser Form des Erdgases eben keine Pipeline brauchen, sondern Sie nehmen das Erdgas, komprimieren das, indem Sie es abkühlen. Das heißt, im Endeffekt wird dann eben die Masse um den Faktor, oder nicht die Masse, sondern eher das Volumen um den Faktor 600 eben verringert. Dann können Sie das auf spezielle Schiffe laden und dann eben zum Beispiel von Ländern wie den USA oder auch Australien dann eben über den Seeweg nach Europa schicken. Dort wird es dann in sogenannten Terminals eben wieder entladen, wieder erhitzt und Sie bekommen dann Ihr ursprüngliches Erdgas wieder. Und stellt das wirklich eine gute Alternative zur aktuellen Situation dar? Wie nachhaltig ist das? Wie sehr ist die Infrastruktur dafür schon gegeben? Okay, den ersten Vorteil, den es hat, das macht Sie natürlich jetzt als Importeur relativ unabhängig. Wenn Sie jetzt normales Erdgas über Pipelines importieren und jetzt auf den Handelspartner, von dem Sie es eben importieren, verzichten möchten, dann haben Sie eben über dieses Flüssigerdgas das Vorteil, dass Sie eben über den Schiffsverkehr das ins eigene Land bekommen. So eine Pipeline, die können Sie jetzt eben nicht so schnell bauen, während Sie eben so Schiffsrouten oder hier Handelspartner auch schnell wechseln können. In Bezug auf die Nachhaltigkeit muss man sagen, es wird hier selbstverständlich, also wenn Sie das Erdgas verflüssigen oder es dann auch später dann wieder in seine ursprünglichen Konditionen zurückversetzen wollen, also wieder gasförmig machen wollen, wird schon Energie eingesetzt. Und da, wenn Sie es komplett nachhaltig machen wollen, dann müssen Sie natürlich dann dort auch auf grüne Energien setzen. Und wenn die Rechnung aufgeht, wer profitiert davon und warum ist das jetzt auch interessant für Börsianer? Ja, genau. Also im Endeffekt gibt es dort eine Vielzahl von Unternehmen. Das sind natürlich einerseits die Erzeuger von Flüssigerdgas, aber auch die Transporteure profitieren davon. Und auch alle Unternehmen, die sich eigentlich mit dem Thema Infrastruktur hier auseinandersetzen. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir da in Deutschland auch noch unheimlichen Nachholbedarf haben. Ja, und alle Unternehmen, die sich eben in dieser Branche tummeln, die könnten natürlich davon profitieren, wenn das jetzt in Zukunft noch von zentralerer Rolle spielen wird. Und wie können Anleger jetzt auf Liquid Natural Gas setzen? Genau, sie könnten sich natürlich selbst jetzt die Mühe machen und schauen, Research betreiben, wer sind dort die Player im Markt, auf welche Aktien müssen sie setzen. Das ist natürlich für Sie als Anleger relativ arbeitsintensiv. Eine smarte Alternative ist, wir haben jetzt ein Produkt herausgebracht, das liegt bis kommenden Dienstag in Zeichnung. Das ist ein Partizipationszertifikat eben auf ein Liquid Natural Gas Basket und dort haben Sie eben Aktien vereint, die sich jetzt eben in dieser Branche tummeln. Okay, und wie können Anleger auf diesen Basket setzen? Haben Sie dann ein Zertifikat oder bestimmte Produkte? Genau, also dieser Basket, wie gesagt, der vereinigt eben 22 Aktien aus diesem Bereich. Und Sie können eben als Anleger mit einer Transaktion eben über ein Partizipationszertifikat an der Wertentwicklung dieses Baskets teilhaben. Das hat für Sie den Vorteil, also wenn Sie jetzt 22 Aktien kaufen würden, dann müssten Sie auch 22 mal die Transaktionsgebühr eben begleichen. Über das Zertifikat haben Sie den Vorteil, dass eben nur eine Transaktion zustande kommt und Sie nur einmal die Transaktionsgebühren bezahlen müssen und dennoch eben auch in ein diversifiziertes Portfolio investieren, weil eben 22 Aktien drin sind und nicht nur zwei oder drei. Herr Hartmann, Sie haben uns jetzt schon einige Vorteile genannt des Zertifikats. Können Sie uns noch Nachteile nennen, die Anleger damit hätten oder Dinge, die sie auf jeden Fall beachten müssen bei einer Investition?
Okay, die Nachteile, ähnlich wie beim Direktinvestment in Aktien, haben Sie eben auch ein Marktrisiko. Es ist nicht garantiert. Und wenn die Aktien fallen und das Thema vielleicht jetzt an Bedeutung verliert, dann ist es eben jetzt nicht, wie soll ich sagen, es ist kein Naturgesetz, dass diese Aktien steigen können. Es kann natürlich auch hier zu einer negativen Wertentwicklung kommen. Zudem haben Sie noch ein Währungsrisiko in dem Produkt, weil eben dieser Basket oder die Aktien in diesem Basket eben häufig in Fremdwährungen notieren. Das hätten Sie jetzt aber auch als Anleger, wenn Sie eben in die entsprechenden Aktien direkt investieren. Und wie bei allen Zertifikaten ist es eben noch mit einem Emittentenrisiko behaftet. Und wir haben hier ja auch schon Konditionen zu dem Partizipationszertifikat aufgelistet. Wenn sich die Zuschauer jetzt entscheiden, ein solches Zertifikat zeichnen zu wollen, wie funktioniert das? Ja, im Endeffekt, wie Sie das gewohnt sind mit strukturierten Produkten oder auch mit Aktien, Sie können das über Ihre Hausbank oder Ihren Broker eben eine entsprechende Order aufgeben. Und selbst wenn die Zeichnungsphase vorbei ist, können Sie das Produkt auch börsentäglich zwischen 8 und 22 Uhr eben über Ihr Depot handeln. David Hartmann, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.